Das tut jetzt wirklich weh. Und zwar die Nummer 8, meine Geliebte. Wenn du vorhast, diese Todreiter der Hölle bei dir im Garten anzubauen, ich würde weg vom Freiland gehen, also mindestens Gewächshaus oder halt einfach wie ich hier auf einer Terrasse eine Topfkultur machen. Das schmerzt wirklich zu sagen, das ist halt Ende der Gelände. Ich vertrage überhaupt gar kein scharfes. Na, nie wieder. Welche 7 Kulturen solltest du vielleicht nicht mehr bei dir im Garten anbauen, weil sie vielleicht zu aufwendig sind, dein Erfahrungsschatz da nicht ausreicht, um die perfekt anzubauen, sie zu viel Zeit benötigen und vielleicht auch das Risiko viel zu groß ist, dass sie überhaupt eine große Ernte bringen, weil dann so Einflussfaktoren wie Wetter mit einspielen. Oder eine Wühlmaus. Hey, was hast du getan? Oh nein! Oh nein! Du hast vielleicht jetzt nicht ganz so viel Zeit für deinen Garten, weil du Familie hast, ein Job, Freunde, ein soziales Leben, nicht so wie ich. Warum muss ich mich eigentlich immer selbst runterziehen? Vielleicht auch nicht die größte Fläche, um mal ein paar Experimente so zu machen, ohne deine Haupternte zu gefährden. Und denkst du, du möchtest das Optimalste aus dem wenigen Platz rausholen, den du hast, mit deiner beschränkten Zeit. Und dann gibt es halt einige Kulturen, die ich dann den Leuten nicht empfehlen würde anzubauen, weil sie dann doch vielleicht ein bisschen zu anspruchsvoll sind, können zu viel Zeit in Anspruch nehmen und vielleicht auch noch zu viel Frust sorgen. Muss ja nicht unbedingt sein. Man muss ja nicht, deine Gärtnerfreunde muss ja nicht begraben werden. Selbstverständlich bedeutet das jetzt nicht, dass ihr diese Kultur nicht ausprobieren sollt. Macht auch gerne eure eigene Erfahrung. Es ist jetzt nicht, dass die Kulturen unmachbar sind, richtig erfolgreich anzubauen. Brauchen halt ein bisschen Anspruchs, optimale Bedingungen und ja, vielleicht dann nicht ganz so ernst nehmen, warum man das nicht so machen soll. Weil manche sind dann immer, die verstehen dann keine Ironie oder nehmen das dann viel zu ernst oder so. Also, kein Problem, diese Sachen auch anzubauen. Mache ich ja auch. Kein Grund, euren Stresscocktail im Körper wieder zu befeuern und wütend in die Kommentare zu tippen. Könnt ihr auch einfach so machen. Könnt ihr auch ohne irgendeinen Grund machen. Fangen wir auch mit der ersten Pflanze an. Und zwar den Staudensellerie. Und der Staudensellerie, eigentlich auch mein Liebling. Ich mache jeden Tag mit denen einen Selleriesaft, super gesund, sehr hydrierend. Gut, bei dem Buch Medical Medic, gesundheitlichen Aspekt würde ich das schon nehmen, aber das ganze esoterische Zeug kann man ein bisschen weglassen, ist wieder Marketing. Aber so ein Selleriesaft mit Karotten so gemischt ist schon was Feines, keine Frage. Deshalb habe ich den auch damals versucht selbst anzubauen. Habe auch Erfolg gehabt, ich habe einen Hochbeet gehabt und auch in einem Hügelbeet, da gab es so ein Prachtexemplare, keine Frage, sind aber nicht so wie auf dem Supermarkt geworden, da muss man die auch ein bisschen anders anbauen, zum Beispiel einen Kragen drum machen, damit die ja dann schön gerade nach oben wachsen und nicht so in die Breite zerstreut werden und vielleicht noch ein bisschen ausbleichen mit einem Vlies zum Beispiel, dass sie dann nicht ganz so bitter werden. Vorhandzucht war schon recht anspruchsvoll, weil das sind wärmeliebende Pflanzen und die haben auch eine recht lange Kulturzeit, ich glaube von 10 bis 12 Wochen. Und dass sie halt auch was richtig Gutes werden. Eine schöne, ordentliche Größe fängt man halt recht früh an. Ich habe dann schon bereits im Februar, Anfang März angefangen, die auszusamen, die Samenschleuder. Und da, das ist ein Lichtkeimer, habe ich dann leicht oben angelegt, ein bisschen Sand drüber auch gemacht und halt geschaut, dass das immer alles stets feucht bleibt. Sind dann rausgekommen, sind ein bisschen zierlich die Pflanzen, auch mit dem Pikieren ein bisschen vorsichtig das Ganze sein. Brauchen schon bei der Vorhandzucht ziemlich lange mit dem Wachstum. Einfach warten und pflegen die ganze Zeit, weil die sind halt recht frostempfindlich, die kleinen Pflänzchen. Und dann halt im Mai rausgesetzt, wachsen lassen. Ist jetzt, wie gesagt, eine lange Kulturzeit. Und am Ende sind halt auch sehr viele einfach klein geblieben. Mäuse sind da gekommen, haben das weggefressen. War dann nicht ziemlich schlimm. Beim einmal ist mir sogar im Hochbeet nach einer Schneedecke komplett alles verschimmelt. Da konnten wir nicht mal eine überwintern für die Samenproduktion. Ja, ich sag mal so, wenn man halt so wie ich den Staudensellerie gerne jeden Tag selbst entsaftet, ist doch dann doch ziemlich preiswert auf dem im Supermarkt zu finden. Also würde ich jetzt nicht unbedingt einen Staudensellerie anbauen. Kann man dann auch dann einfach kaufen. Also die Erfolgschancen und mit Dingen in der Zeit kann man dann noch Salate in der Frequenz viel schneller abernten, Radieschen aussehen und sowas. Muss man jetzt nicht unbedingt einen Sellerie nutzen, weil dafür brauchst du auch einen richtig guten Sommer, sage ich mal. Und der Sommer darf natürlich auch nicht zu heiß sein, weil das dann auch wieder Stress für die Pflanzen ist, aber natürlich auch nicht zu kalt und zu nass. Das heißt, du brauchst ein Optimum, so
So an die 25 Grad ist für die Pflanze sehr gut. Ist denn eigentlich Staudensellerie sehr beliebt bei den Italienern? Von meinen Kollegen weiß ich das jetzt nicht ganz genau. Jedenfalls, was auch sehr beliebt bei mir ist und auch bei den Italienern, Knollenfenchel. Den mag ich auch sehr gerne bei meinem Saften oder so zum drauf rumkauen. Ist ziemlich gesund für die Zähne. Und mir gefällt dieses würzige Aroma und deshalb wollte ich den auch bei mir im Garten anbauen, weil dann hast du noch oben dieses schöne Grün noch mit dabei, nicht so wie im Supermarkt, da cutten die den ja unten weg. Die Pflanze ist ja eigentlich fast so doppelt so groß nach oben hinweg. Dann hast du auch schön so dieses schöne Gefieder, sage ich mal. Das ist immer noch so lustig, so ein Staubwedel, sage ich. Damals, als ich den anbaute, noch ein blutiger Anfänger, heute ein fortgeschrittener Grünschnabel, ist halt ein bisschen anspruchsvoll mit den Knollensellerie, weil wenn es halt zu heiß ist im Sommer, dann fängt er auch sehr gerne an zum Schießen. Es gibt zwar schossfeste Sorten, die habe ich auch ausprobiert, aber wenn es halt eine Dürre Sommer kommt mit 35 Grad und gar kein Regen, dann tendieren die halt alle zum Schießen. Das heißt, im Frühjahr oder auch im Herbst sollte man die anbauen, aber weiß ja, die letzten Jahre auch schon so gewesen, dass es selbst im Frühjahr manchmal sehr heiße Temperaturen kommen können. Spätfrost muss man auch schon mal ein bisschen aufpassen, weil der ja kälteempfindlich ist. Der könnte auch schon ziemlich schnell kaputt gehen, wenn man den zu früh raussetzt. Und auch im Herbst hinten heraus, wenn es dann zu warm ist, dann kann es dann sein, dass er dann sofort anfängt zu schießen. Das hatte ich auch mal Jungpflanzen reingesetzt und dann haben sie keine Knolle gebildet und sind sofort in die Blüte gegangen. Alles immer so ärgerlich, dieses ganze Spiel drumherum und dann wachsen die. Manche bilden dann eine schöne Knolle, aber die meisten dann auch nicht. Dann bleiben sie eher so dünn und dann haben sie nicht genug Wasser oder nicht genug Nährstoffversorgung die ganze Zeit gehabt. Und dann hast du dann wieder so die Probleme. Schade eigentlich darum. Weil mit der Vorhandzucht fange ich dann auch meistens schon im März mit denen an. Ist ein bisschen besser als beim Staudensellerie, keine Frage, aber für die Menge, die ich eigentlich bräuchte, auch wie ich sie gerne hätte, vielleicht nächstes Jahr probiere ich es mal wieder aus mit dem Knollensellerie, ob sich dann vielleicht ein bisschen mehr lohnt. Bei Salat oder Radieschen lohnen sich halt für mich auch geschäftlich ein bisschen mehr. Mal schauen, wie es mit der Gartenplanung ist. Die ist ja auch bald wieder, weil bald beginnt ja auch wieder die Vorhandzucht. Vor allem, wenn du die folgenden beiden Kulturen ausprobieren möchtest, und zwar Ingwer und Kurkuma. Da beginnt dann schon die Vorhandzucht meist, da habe ich schon im Dezember angefangen und versucht halt dann die Triebe rauszubekommen von den Knollen, dass sie dann anfangen auszutreiben, meistens dann im Januar, damit ich sie halt im Januar zum Beispiel stecken kann, damit sie dann schon mal wachsen können. Wenn du Glück hast, das hatte ich auch schon mal, gehst in einem Supermarkt, holst den Bio-Ingwer und wenn der dann anfängt zu keimen, dann hast du wirklich einen Glückstag. Das ist ein Sechser im Lotto. Okay, wollen wir immer nicht übertreiben, ein Sechser im Lotto. Da wirst du ja eher vom Blitz getroffen. Also hast du halt Glück an dem Tag, dass dann du sie dir gekeimten Ingwerknollen oder Kurkuma-Knollen hast, dann kannst du sie auch schon gleich im Januar reinsetzen, dann eine Töpfe in die Vorhandzucht und auch ein bisschen Licht reinstellen, weil sonst vergeilen die auch. Die können auch vergeilen und die haben eine lange Kulturzeit. Also in den Tropen zum Beispiel, da werden die auch gut ein Jahr Kulturzeit denen gegeben. Ich glaube 9 Monate bis 12 Monate ungefähr habt. In Costa Rica habe ich dann gesehen, wie die dann den Ingwer geerntet haben. Das war so ein Projekt bei denen. Sind schöne Knollen geworden. Haben auch natürlich das ganzjährige Klima auch dafür. Bei uns müssen wir dann ein bisschen anders nachhelfen. Und bei uns würde ich die jetzt nicht unbedingt ins Freiland reinsetzen, weil wenn der Boden zu kalt ist, dann kriegen die auch einen Schock. Wachstumsstopp ist überhaupt nicht gut. Ich würde die halt in größeren Kübeln oder auch in Töpfen reinsetzen. Da haben sie es ein bisschen wärmer. Kannst du auch, wenn Spätfröste kommen, sie wieder rein oder rausstellen und du musst auch immer auf das Wässern achten, das sind Flachwurzler und für die ganz lange Kulturzeit, die müssen auch mehr halbschattige und schattige Gewächse, das heißt, die kannst du auch theoretisch unter Tomaten oder auch unter Gurken ziemlich gut reinsetzen, so im Schatten von denen, aber es kann so viel passieren, dass mal vielleicht eine Zeit lang eine Kälteperiode kommt, wie bei uns dieses Jahr im Sommer. Es kann schon dann sehr stark beeinflussen, dass die Knollen sich nicht ganz so ausbilden in einem Topf. Ja, das rein- und rausstellen. Jetzt hat alles mit einem großen Aufwand damit verbunden und dann die Ernte ist auch nicht so hoch, dass du dann überhaupt was mit denen machen kannst. Und für mich jetzt persönlich, ich kann sie halt höchstens verkaufen, weil scharfes Zeug von auch selbst bei Ingwer und Kurkuma ist bei mir Ende der Gelände. Ich vertrage überhaupt gar kein scharfes. Ist mein Körper zu schwach oder ist mein Körper einfach nur super empfindlich? Und die Leute, die viel scharf essen können, haben eigentlich ein Problem. Ihr betäubt euren Körper, ihr spürt euren Körper nicht mehr. Ihr ignoriert euren Körper. Vielleicht ist es ja genau andersrum. Vielleicht bin ich ja der Starke mit einem starken Körper. Und mein Körper sagt mir sofort, hör auf das zu essen. Stürmisch sollte es natürlich auch nicht sein, also am besten in einem Gewächshaus rein. Man kann die in einem Topf oder einem Kübel reinsetzen und vielleicht zwischen seine Tomaten reinstellen oder Gurken. Vielleicht haben sie ätherische Öle und so und können so Pilzkrankheiten dann verringern. Aber man muss halt immer mit dem Gießen hinterher sein. Also wie gesagt,
den ganzen Aufwand dahinter. Wenn du es machen möchtest, okay, aber ich habe keine Lust mehr drauf und ich mache das hier Vollzeit. Also da gibt es für mich andere, coolere Sorten. Ehrlich gesagt, wenn du irgendwann Kurkuma isst, dann greifst du halt dann doch lieber in den Supermarkt. Preiswerter. Vom Aufwand her und alles preiswerter. Dann kommen wir von dem einen milderen Schafen zu den extrem scharfen Sachen, und zwar zu den extrem scharfen Chilis. Bei dem Beginn der Voranzucht kannst du dich genauso über den Ingwer oder meinen Kurkuma orientieren. Es wird Januar sein, denn je schärfer die Chili ist, desto länger ist die Kulturzeit, damit ihr halt ihr volles scharfes Aroma da in diese Früchte, in diese höllische reinpumpt und dann von Satan höchstpersönlich dich als Mensch knechten kann. Wenn du vorhast, diese Todreiter der Hölle bei dir im Garten anzubauen, ich würde weg vom Freiland gehen, also mindestens Gewächshaus oder halt einfach wie ich hier auf einer Terrasse eine Topfkultur machen, wachsen die halt auch einfach besser. Vielleicht hast du solche Erdtöpfe, die dann noch außen Luft mit reinbringen, dann wachsen die Wurzeln auch alles besser, werde ich hier unten in der Videobeschreibung verlinken, dann wachsen die Pflanzen im Allgemeinen besser und die brauchen halt wirklich einen guten Sommer, schön warm. Spätfröste sind halt auch immer so eine Sache, von daher, da kannst du in den Topf nochmal rein oder rausstellen und auch hinten raus, wenn es einmal die Fröste zu früh kommen, dann kannst du die nochmal in einen geschützten Ort reinstellen, von daher in den Topf, vielleicht in ein Gewächshaus reinstellen oder wenn du sie halt ins Gewächshaus reinstellst, sollte halt schon recht früh sein. Also bei mir hat es nicht funktioniert, wenn ich sie direkt in den Topf reingesetzt habe. Zum Beispiel die Carolina Reaper im Topf hat sie wunderbar funktioniert. Aber am Ende ist es dann so, ich habe eine sehr scharfe Chili. Ich weiß nicht, wohin mit den ganzen Sachen. Letztes Jahr angebaut, wollte keine haben, weil zu scharf. Und dieses Jahr baue ich sie nicht an. Und jetzt kommen Kunden auf einmal, die wollen die Carolina Reaper. Kannst du dir nicht ausdenken. Jedes Mal das Gleiche. Wenn du Sachen hast, wollen sie die Leute nicht haben, dann baust du sie nicht an. Und im nächsten Jahr sind dann Leute da, die wollen sie unbedingt haben. Und dann in größeren Mengen natürlich. Man kann es den Leuten echt nicht recht machen. Und ich weiß, wenn ich nächstes Jahr wieder Chilis anbaue, dann will sie keiner wieder. Da muss ich an meinen Prozessen arbeiten, optimieren. Da muss ich Marktuntersuchungen, Marktforschung machen. Da muss ich mich ransetzen, Analyse machen. Umfragen machen. Was wollt ihr haben? Was wollt ihr haben, meine Kunden? Oder ihr im Internet, ich verschicke ja auch alles. Was wollt ihr haben? Schreibt es mir doch einfach in die Kommentare, was ihr haben wollt. Es sind halt recht wenige Leute, die halt diese Schärfe hier bei uns in den Breitengraden mögen. Wenn du Richtung Lateinamerika und Mexiko gehst, ist vielleicht eine andere Sache, die mögen es vielleicht ein bisschen schärfer, aber kannst halt Soßen draus machen, kannst halt Chili-Pulver draus machen, kannst halt Pfefferspray zum Verteidigen draus machen, wird vielleicht mit der Carolina Reaper gut funktionieren. Wenn du Leute wirklich hasst und denen wirklich was Böses antun möchtest, dann kannst du den auch heimlich in die Tomatensauce für die Spaghetti mit reintun. Wenn du Italiener quälen möchtest, kannst du das zum Beispiel machen. Wenn du in einen Club gehen möchtest und anstatt K.O.-Tropfen kannst du halt so ein paar Carolina Reaper-Tropfen machen. Die haben einen ähnlichen Effekt, äußert sich nur anders. Also für mich lohnt es sich nicht, diese Art der Chilis anzubauen, dann doch lieber die Chili Dulce anbauen. Schöne Spitzpaprika und Blockpaprika, hat keiner was dagegen. Snackpaprika, alles wunderbar. Dann baut er diese Chilis an, die sind schöner. Und braucht von der Kulturzeit halt nicht so lange. Sind saftiger, sind süßer, damit kann man mehr Menschen eine Freude machen. Außer du hast einen Kanal mit Schärfe-Challenges und alles mögliche, dann vergiss, was ich gesagt habe. Kansas. You lied to me. Jetzt mal got me. God. Von einem Nachtschattengewächs zum nächsten Nachtschattengewächs, und zwar die Aubergine. Kulturzeit auch sehr lange, genau wie bei Paprikas und Chilis kannst du gleich mit anfangen, damit sie halt eine große, gute, ertragreiche Ernte geben, weil es halt auch wieder so eine Kulturzeit ist eigentlich gar nicht so lange bei denen, aber die sind halt recht empfindlich für alles Mögliche. Also Kälte sehr empfindlich, wenn da mal die Temperaturen stark sinken oder wenn die Böden noch nicht richtig aufgewärmt sind, dann haben sie einen Kälteschock. Dann tun sie auch wochenlang mit dem Wachstum stoppen. Dann haben sie einen richtigen Schock, das ist überhaupt nicht gut bei denen. Und in der Voranzucht dieses Jahr natürlich zum Glück nicht, hatte ich keine Probleme mit den Schädlingen, aber die sind halt recht anfällig für Schädlinge. Für Läuse, für Trauermücken, für Spinnenmilben. Kartoffelkäfer gehen auch mal sehr gerne in die rein. Für diverse Pilze, wenn es zu trocken ist, weil das sind halt feuchttropische Pflanzen, die brauchen eine hohe Luftfeuchtigkeit. Wenn es dann da zu trocken ist im Sommer, dann haben die auch wieder Probleme. Im Hochbeet funktionieren die ziemlich gut, können sie gute Früchte bilden. In den Töpfen wachsen sie ziemlich gut, geben auch ordentliche Früchte. Im Freiland habe ich auch in den Gewächshäusern auch manchmal ein paar Prachtexemplare mit dabei, aber gut, die Hälfte wird dann auch irgendwie nichts. Bleiben halt klein, weil sie irgendwelche Schädlinge haben oder der Boden nicht passt oder nicht genug gewässert worden sind. Und da ist immer so eine Sache. Also
Auberginen, wenn dann halt wirklich in Kübeln mal, also anbauen in größeren Töpfen oder noch im Hochbeet, schauen, dass die eine konstante Wärme haben, eine hohe Luftfeuchtigkeit und wirklich auf Nutzlinge achten, dass du einen naturnahen Garten aufbaust, dass du halt dann nicht so viele Schädlinge hast. Den mal vielleicht eine Brause abgeben, so ein bisschen abwaschen. Jetzt im September haben sie auch schon wieder Mehltau. Ja, gibt ertragreichere Sorten. Paprikas zum Beispiel ist auch schön. Ich bin ja Rohköstler, kann mit denen jetzt nicht so viel anfangen. Ich grill die ja nicht. Auch wenn sie bei Griechen und Italiener sehr begehrt sind. Keine Frage. Das sind auch die besten Kunden für Auberginen. Lieben Auberginen. Und Zucchini. Und Zucchini halt richtig, im richtigen Zeitpunkt gern. Kann ich die dicken, großen Oschis. Ich weiß nicht, warum wir Deutschen immer auf die großen ransetzen. Harte Schale und das Innere ist nicht mehr so zart und sowas. Gut, die Kerne sind nussig. Pluspunkt hier an der Stelle. Aber die weichen, saftigen Zucchinis, die kleinen. Da haben unsere südländischen Kollegen dann doch recht, was Sachen Geschmack angeht, ja? Also die Südländer, also die kleinen Zucchini. Dieses Jahr waren die Schnecken richtig gottlos zu meinen Auberginen. Und der letzte im Bunde, ich glaube auch ein Nachtschattengewächs, die Physalis. Auch wieder lange Kulturzeit, wie ich finde. Man kann die, wenn ihr schon mal einmal angebaut habt, mit Stecklingen vermehren von euren alten Pflanzen oder die alte Pflanze überwintern, wenn man das schon hat, dann ist die Kulturzeit ein bisschen früher. Sollte man vielleicht auch machen, wenn man die anbauen möchte. Reifen die Früchte. Aber wenn man sie aus dem Samen aussieht, dann kannst du auch schon wieder recht früh anfangen. So Januar, Februar habe ich damals dann auch gemacht, damit die schöne Pflanzen auch bilden, damit du, wenn du später voranziehst, dann schön groß werden, weil die haben auch mal hinten raus eine recht lange Kulturzeit, wie ich finde. Und die brauchen auch wieder einen guten Sommer. Wenn du den mal teilweise nicht hast, wie dieses Jahr, dann kannst du mal steckenweise dazu kommen, dass die Früchte vielleicht hinten raus nicht mehr reifen, bevor der Frost kommt. Ist halt schade um die Zeit, weil Physalis an sich haben so eine leichte Süße. Ich mag sie, wenn sie richtig vollreif sind, keine Frage. Aber ich finde halt andere Kulturen besser. Also so eine Paprika bringt mir mehr Ertrag oder vor allem die Tomate schlägt halt, ich finde die Physalis in allem, also die schmackhaften Tomaten sind für mich süßer, unterschiedliche Größen, unterschiedliche Farbe und die geben halt schon, ich kann mit denen auch schon viel später, erst mit der Voranzucht beginnt, schon im März, da habe ich keinen Stress, schon im Januar oder so früh, kann den ganz normal raussetzen, wachsen auch ordentlich und habe dann schon, wie dieses Jahr im Juli, im August schon die erste Ernte, wenn die Physalis dann anfängt, erstmal ihre Früchte vielleicht zu bilden und sowas und dann erst im September, Oktober mal einen ordentlichen Schuss an Früchte gibt, bis sie dann reif werden, ist jetzt nicht so mein Fall und wenn es dann hinten raus dann nicht so passt mit der Wärme und Temperatur, dann werden die Früchte vielleicht noch nicht ganz ausreifen. Und im Freiland würde ich die sowieso dann nicht ganz raussetzen. Im Gewächshaus hatte ich die einmal drin im Folientunnel. Das mache ich nie wieder. Das ist ein Monster geworden. Und dann war der Boden auch nicht optimal, war zu stickstoffreich. Und dann habe ich einen ganzen Busch gezogen, der aber keine Früchte getragen hat. Wozu? Da habe ich einen Fehler gemacht. Gut, gebe ich zu. Das war aber auch keine klassische Physalis, sondern das war eine Tomadrillo-Sorte und das war ein Monster. Also im Gewächshaus sich wirklich vorher überlegen, ob man das reinsetzen möchte oder nicht, weil draußen im Freiland muss man die vielleicht nicht ausgeizen und im Kübel sowieso nicht. Deswegen würde ich mir einen großen Mörtelkübel holen, die da reinsetzen, weil dann kann man sie wenigstens noch rein- und rausstellen, vielleicht noch überwintern lassen, Stecklinge vermehren und dann das ein bisschen effizienter alles gestalten, aber das ist halt vom Aufwand her recht groß, hat vielleicht nicht jeder die Zeit dafür und dann würde ich dann doch lieber auf Tomaten setzen. Da habt ihr wirklich mehr davon, anstatt von Physalis. Gibt ja auch Leute, die bauen Kunstphysalis an, so diese Orangenlaternchen. Find Blumen schöner, Wildblumen. Dann sind da Bienen da, ist halt ein Vorteil für alle, aber okay, soll jeder machen, wie er will. Das tut jetzt wirklich weh, und zwar die Nummer 8. Meine geliebten Melonen. Melonen ist halt auch immer so eine Sache. Es geht in Deutschland vermehrt immer besser. Habe ich auch schon die Erfolge gemacht. Man muss halt nur wissen, wie man sie anbaut. Beschäftige mich schon noch seit mehreren Jahren damit. Aber dieses Jahr, diese zwei Wochen, wo es kühl gewesen ist und auch letztes Jahr diese zwei Wochen, wo es dann kühl und regnerisch ist, mögen Melonen überhaupt nicht. Da sind mir schon ein Haufen von den Verreckten. Das ist halt wirklich dann nicht so eine schöne Sache. Du brauchst halt wirklich optimale Bedingungen. Sollte windgestützt sein, sollte konstant warm sein, sollte ausreichend Wasser haben. Wenn es halt nicht so ist, dann könnt ihr mal schnell Mehltau bekommen. Und die Ausbeute kann dann je nach Sorte dann mehr mager sein als sonstiges von dem ganzen Ertrag, von dem ganzen Aufwand, den du da reingesteckt hast. Man muss halt auch ein bisschen schauen. Ich habe auf meiner Saatgutliste Sorten, die sind früh. Die sollte man auch reinsetzen, zum Beispiel Olivine oder Petit Gris de Rhin. Spricht man die so aus? Weiß ich nicht. Französisch hatte ich nie.
Aber das, solche Sorten da draußen, oder so eine Janussik-Wassermelone, so eine polnische, die sind halt frühe Sorten, tragen recht früh, oder Sugar Baby. Kann man alles wunderbar machen, aber man braucht halt so ein Hügelbeet, ein Hochbeet oder ein Gewächshaus. Das ist halt wirklich am optimalsten, damit die halt ein bisschen geschützt werden, damit sie auch schöne große Früchte bilden können. Und man braucht halt wirklich einen guten Sommer. Und jetzt im Zuge vom Klimawandel und den ganzen Wetterumschwüngen und sowas, dann ist das halt so. Wir gehen halt ziemlich scheiße mit unserer Natur um und verändern dann die ganzen Wetterphänomene, weil wir Bäume weghauen und alles Mögliche. Und dann ist es halt ein bisschen schwer. Dann kannst du es nicht mehr so richtig kalkulieren. Das schmerzt wirklich zu sagen, dass halt Melonen eine Zeitverschwendung sein. In der Fläche kannst du halt andere Sachen anbauen. Und das sag ich, dessen Motor Wassermelonen hauptsächlich besteht. Mein Blut, da fließt nur Wassermelone in meinen Venen. Ich schaue eigentlich nie in die Kamera. Wie man Wassermelonen richtig anbaut und was man darauf achten soll, auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, wahrscheinlich auch in der Endkarte dann auch verlinkt. Nichtsdestotrotz, erzähl mir, was du als Zeitverschwendung erachtest. Welche Kulturen siehst du als Zeitverschwendung an und sagst, na, nie wieder bei mir im Garten. Lohnt sich nicht, ich habe damit abgeschlossen. Weil es ein bisschen individuell das Ganze. Jeder hat seine eigene Erfahrung. Manche mögen sich da ein bisschen Zeit rein zu investieren, andere eher weniger. Von daher, schreib mir doch gerne unten in die Kommentare, welche Kulturen für dich No-Go sind, Zeitverschwendung. Sonst weitere spannende Videos hier auf dem Kanal. Gerne den Kanal auch kostenlos abonnieren, Daumen hoch oben hinterlassen. Vielen Dank dafür und ich hoffe, du wirst auch zu einer Samenschleuder und machst die Welt ein bisschen grüner.